So, Freunde, diese Woche geht es darum, was SEO bringt und in dieser Folge im Speziellen, was SEO-Driven Content Marketing so bringt. Ja, wenn ihr SEO-Driven Content Marketing betreibt, dann wollt ihr natürlich zum einen spannende Inhalte produzieren, diese auch entsprechend im Netz verbreiten, aber am Ende eben auch damit langfristig organischen Traffic über Google und Co. erreichen. Und das kann man sich im Vorfeld natürlich schon mal ein bisschen überlegen, was man überhaupt für Ziele hat und welche Themen man adressiert, welche Keywords dazu gehören, was für ein Suchvolumen dahinter steht und was man dann eben auch entsprechend realistischerweise überhaupt davon erwarten kann von so einer Kampagne. Ich hatte ja in der letzten Woche darüber gesprochen, was so eine Kampagne bei uns kostet. Wir rechnen damit 5.000 bis 6.000 Euro Kosten und das macht natürlich nicht für jedes Thema und jede kleine Nische Sinn, sondern wir schauen schon ganz genau hin, wie viel Suchvolumen steckt eigentlich in diesem Thema, wie viel Traffic können wir erreichen oder erzielen, generieren, was auch immer ihr sagen wollt, wenn wir es auf die erste Seite schaffen durch unser Content Marketing. Und wie können dann die Conversions aussehen und was kann der Kunde denn damit entsprechend verdienen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Rechnung, die wir gerne auch im Speziellen für jeden Fall machen, um eben den Return on Investment von vornherein möglichst greifbar zu machen. Das sind natürlich im Vorfeld immer erstmal Annahmen, aber wir liefern dazu natürlich auch entsprechend klare Reports. Wir schauen uns an, welche von diesen Zielen sind zu welchen Anteilen erreicht oder überliefert worden, woran liegt das, was kann man vielleicht noch verbessern, was kann man in der nächsten Kampagne anders machen. Content Marketing ist nicht zu 100% planbar wie eine AdWords-Kampagne oder vielleicht früher Linkkauf und Textbroker, sondern man muss auch immer ein Stück weit das Glück haben, dass so eine Kampagne dann auch im Seeding entsprechend sich entwickelt. Wir schauen natürlich im Vorfeld darauf, dass wir uns nicht Themen vornehmen, wo wir gar keine Ranking-Chancen haben, sondern wir gucken schon, dass dort in dem Wettbewerbsumfeld, in den Suchergebnissen auch noch Platz für uns und unseren Kunden ist und wie gesagt, dass auch entsprechendes Traffic und Umsatzpotenzial dahinter steckt. Und wenn man diese Hausaufgaben im Vorfeld macht, ein bisschen Glück auch hat und dran bleibt, also es auch nicht unbedingt bei einer Kampagne belässt, sondern eben 2, 3, 4, 10 Kampagnen vielleicht im Jahr sogar macht, dass man dann eben auch wiederum diesen sukzessiven Aufbau hat und diesen exponentiellen Effekt, weil natürlich jede Kampagne auch insgesamt und jedes Thema auch insgesamt auf den Trust, die Relevanz und die Stärke der Domain einzahlt. Das heißt, so eine Content-Marketing-Kampagne, wenn wir sie SEO-driven durchführen, hat nicht nur den einmaligen Peak vielleicht von so einem Social-Media-Phänomen, sondern bringt eben langfristig sukzessive immer mehr Besucher über die Suchmaschinen auf die Seite. Und natürlich gehört auch dazu, dass man das Thema Conversion und Conversion Rates dabei im Auge hat. Darauf versuchen wir am Anfang, bevor wir das Thema geseedet haben, also sprich weiterverbreitet haben, andere Dritte angesprochen haben und so weiter, ein bisschen zu verzichten, damit es nicht zu kommerziell ist, damit wir möglichst viele Leute natürlich auch zum Teilen und Verlinken anregen können. Später, wenn dann aber die Traffic-Zahlen entsprechend steigen, die Rankings sich verbessern, dann haben wir auch einen ganz klaren Prozess, wie wir eben dort auch dann die Conversion-Elemente integrieren und die Conversion-Rate und damit den Ertrag und den Return on Investment sicherstellen können. Also Content-Marketing aus SEO-Sicht kann viele Ziele erreichen. Zum einen kurzfristigen Traffic-Schub durch die Weiterverbreitung und gewisse Aufmerksamkeit, einen gewissen Buzz, wie man so schön heutzutage sagt, aber vor allem langfristig Rankings zu hunderten Keywords, teilweise tausenden Keywords um ein Thema herum, weil wir das Thema eben holistisch aus allen Perspektiven so betrachten, wie es eben die Verbraucher
im Internet auch lesen wollen und wir die Inhalte entsprechend sowohl textuell als auch grafisch als auch technisch versuchen so aufzubereiten, dass wir eben auch einen echten Mehrwert liefern können. Und dann beobachten wir eben, wie sich über die Wochen und Monate der Traffic in diesen Themen immer weiter steigert und die Rankings immer mehr festigen. Und wie gesagt, auch teilweise natürlich andere Landingpages, weil die Domain insgesamt zu dem Thema zur Autorität wird, eine höhere Relevanz bekommt und dementsprechend auch andere Seiten wie die Startseite, wie gewisse Unterseiten, die vielleicht zu Produkten oder Kategorien gebaut wurden, auch entsprechend einen gewissen Uplift miterleben. SEO-Driven Content Marketing ist also viel mehr als nur Text- oder Content-Stücke zu kaufen und Links zu kaufen, sondern es ist ein ganzheitlicher Marketingansatz, der vor allen Dingen eben auf SEO-Ziele einzahlen soll und das in der Regel auch tut, wenn man eben die entsprechende Vorbereitung betreibt, wenn man die Arbeit reinsteckt in die Content-Erstellung und die Strategie für diesen Content und dann eben auch konsequent eine Weiterverbreitung, ein Seeding durchführt, was die Stakeholder, die Interessensvertreter im Thema entsprechend anspricht und mitnimmt. Ich bin gespannt, was ihr von SEO-Driven Content Marketing so erwartet, was für euch der Return on Investment sein müsste, damit es sich lohnt, eine Kampagne für 6.000 Euro bei Digital Effects zum Beispiel zu beauftragen. Also schreibt mir doch mal einen Kommentar, eine E-Mail, eine Facebook-Nachricht oder ruft mich gerne auch an. Die Telefonnummer findet ihr bei uns auf der Website. Und natürlich freue ich mich auch wie immer, wenn ihr das Ganze teilt, liked und euren Freunden davon erzählt. Und natürlich nicht vergesst, meine Kanäle zu abonnieren, damit ihr die nächste Folge wieder mitverfolgen könnt. Ich bedanke mich bei euch. Bis morgen, euer Christian.